Ich hoffe, vielleicht mal die erste Frage ganz wichtig. Wie geht's dir und was hast du eigentlich jetzt so die letzten Wochen gemacht? Mir geht's gut. Was habe ich gemacht? Das ist keine schwierige Frage. Ich war bei der Familie zu Hause. Also du kannst ja nicht viel machen und wir haben uns strikt an die Anweisungen gehalten und waren viel zu Hause. War auch mal schön, bei der Familie zu sein, aber ungewöhnlich zu dieser Zeit. Nun hat die Mannschaft heute wieder angefangen oder fängt jetzt heute wieder an mit dem Training. Wie wichtig ist das, dass man wieder auf dem Platz steht und was könnt ihr überhaupt machen? Ja, ich glaube, vom Gefühl her ist es einfach wichtig, wieder Fußballschuhe anzuhaben, am grünen Rasen zu sein, nicht irgendwo alleine laufen zu müssen. Die Gruppen, wie wir trainieren, sind halt sehr, sehr klein, aber trotzdem kann man am Ball dazu nehmen. Man ist wieder in der Umgebung vom Stadion und ist einfach ganz was anderes. Eine letzte kurze Frage noch. Wie war so dein erster Eindruck von den paar Jungs, die du heute schon gesehen hast? Ja, wie erwartet, würde ich mal sagen. Nach 3 Wochen Homeoffice oder zu Hause alleine zu trainieren, ist immer was anderes als hier in der Gruppe. Gruppendynamik, auch wenn nur 2 oder 3 Spieler da sind. Ja. So, Schlotte, nimm uns mal mit. Wie wichtig ist es, wieder Fußballschuhe anzuhaben und wieder auf dem Platz zu stehen? Es macht unglaublich Spaß, einfach mal wieder hier auf dem Platz zu stehen. War jetzt, glaube ich, doch eine lange Zeit, wo einfach auch ungewiss ist noch, wie es weitergeht. Aber als Fußballer möchte man so schnell wie möglich wieder auf dem Platz, ist ja klar. Wie fühlst du dich und warst du fleißig zu Hause? Fleißig auf jeden Fall. Ich war nicht nur zu Hause fleißig, war auch ein paar Mal hier. Aber ich fühle mich gut, ich fühle mich doch schon relativ fit, auch durch die Läufe, die uns Mathe mitgegeben haben, das Kraftprogramm. Von daher kann es auch endlich wieder losgehen. Eine letzte Frage noch zur DFL Home Challenge. Da vertrittst du uns ja ehrenhaft mit Julius Kade gemeinsam. Jetzt habt ihr 2 Spiele schon gemacht, die beide gewonnen. Was ist denn da drin, Mensch? Ich glaube, da geht noch vieles mehr. Man hat gestern gesehen, ich glaube, gegen einen E-Sportler und gegen einen guten Janelt, den zu schlagen oder die 2 zu schlagen, ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. 2 Spiele, 2 Siege, ich glaube, so können wir auch in der Liga weitermachen.